L'Afrique. Willkommen in der Hochschule Niederrhein. Ich nehme euch heute mit und zeige euch die wichtigsten Labore. Und ich habe meinen Master an der Hochschule Niederrhein im Studiengang Textile Produkte mit dem Schwerpunkt Design gemacht. Der Titel meiner Masterarbeit lautet Postmontan, die Entwicklung einer nachhaltigen Strickkollektion
inspiriert vom Strukturwandel des Ruhrgebiets. In meiner Abschlussarbeit habe ich eine Kollektion entwickelt, bestehend aus 6 Outfits, die alle gestrickt sind. Diese bilden verschiedene Zeiten des Tages ab. Es gibt 2 für den Morgen, 2 für den Tag und 2 für den Abend. Das Besondere sind auf jeden Fall die Abendoutfits. Ich habe einen Anzug und ein Ballkleid gestrickt. Das Ballkleid, das konnte ich auch auf dem Bundespresseball tragen, da wir einen Wettbewerb in der Hochschule hatten und es wurde als eins der finalen Outfits für den Ball ausgewählt. Vom Design her habe ich mich von der Arbeitskleidung inspirieren lassen, der Stahlarbeiter und Bergmänner, aber auch von der Industriefotografie von Bernd und Hilla Becher, die verschiedene Serien über Fördertürme und Hochöfen gemacht haben. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und ich hoffe, ich kann weiterhin im Strickbereich arbeiten, weil das einfach der Bereich ist, der mir am besten gefällt. Mein Name ist Jolene, ich studiere zurzeit im Master Textile Produkte an der Hochschule Niederrhein und habe davor meinen Abschluss in Design Ingenieur Mode gemacht. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit ist die Kollektion Hommage an den Zwischenraum entstanden. In meiner Kollektion habe ich den Zwischenraum thematisiert, welcher oftmals von Menschen unbeachtet bleibt. Dabei habe ich mich von Fallbeispielen aus Kunst und Architektur inspirieren lassen. Künstler wie Mondrian oder MC Escher spielen dabei eine große Rolle. Die unbunte Farbe Weiß ist in meiner Kollektion das Sinnbild für den leeren Raum. Außerdem sind die Zwischenräume wichtig für die Wahrnehmung einzelner Formen. Corona hatte sowohl positive als auch negative Einflüsse auf meine Abschlussarbeit. Natürlich konnte man sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren, aber andererseits fehlte einem auch das Interagieren mit den anderen, der Austausch, was einen auch antreibt und inspiriert. Hallo, mein Name ist Kamil Demirov, ich bin Bachelor-Absolvent der Hochschule Niederrhein. Meine Bachelorarbeit trägt den Titel Social Media Einflüsse in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, Mode und virtuelle Kommunikation als Reflexion der modernen Persönlichkeit. Der abgekürzte Titel meiner Arbeit wäre demnach Dualismus und ist auch gleichzeitig die Inspiration meiner Arbeit, da sie dargestellt wird durch das Verhalten der Menschen in der Virtualität und in der Realität. Erzählt wird diese Thematik durch die Materialauswahl sowie die Silhouette und auch Detaillösungen in der Verarbeitung. Für meine Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir alle gesund bleiben und alle unsere Träume erreichen. Und mein Traum wäre in dem Zusammenhang, Chefdesigner zu sein. Hi, ich bin Lena und meine Abschlussarbeit, A Complex Matter, befindet sich irgendwo zwischen Technik, Ethik und Design. Ich habe mich mit dem Dilemma um den geerbten Pelzmantel befasst, mit meiner Großmutter, mit Marderhunden und mit dem zutiefst polarisierten Zeitgeschehen. Ich habe die Frage beantwortet, wie man ein Garn aus alten Pelzmänteln herstellt und wie man es trägt. Hallo, mein Name ist Anna. Ich studiere aktuell im Master Textile Produkte an der HS Niederrhein und in meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit dem Thema Information Overload auseinandergesetzt. Die Kollektion verarbeitet meine gesammelten Erkenntnisse und Empfindungen zum Thema und ist in 2 Kollektionen unterteilt. Die erste Teilkollektion thematisiert durch Drapagen und Volumen die Informationsüberladung und steht für Wachstum durch ein aktives Annehmen von Informationen. Die Kleidungsstücke sollen mittels Lagenlook und widerstandsfähigen Materialien vor Überforderung schützen und ihren Trägern ein Angehen und Bewältigen von großen Informationsmengen ermöglichen. Außerdem wurde im Zeichen der Vernetzung Drapage- und Verschlusslösungen aus Kabelelementen eingesetzt. Die zweite Teilkollektion dagegen steht für Rückzug und Erholung vor Informationsüberschuss und hierfür habe ich die Kleidungsstücke bewusst reduziert entworfen. Beide Teilkollektionen sind so angelegt, dass sie sich untereinander kombinieren lassen, was die realistische Situation widerspiegelt. Denn aktuell ist es nicht möglich, sich vor Informationsfluten zu verstecken. Gleichzeitig bieten sie ja auch ein nie dagewesenes Privileg in der modernen Gesellschaft. Hallo, mein Name ist Nani Reich, ich bin Textildesignerin und habe meinen Master an der Hochschule Niederrhein im Fach Textile Produkte Design gemacht. Meine Masterarbeit trägt den Titel The Illusion of Shape und beschäftigt sich mit 2 Hauptthemen, einmal dem Silhouette-Design und zum anderen der Druckgestaltung von Kleidung. Silhouette-Design ist der eine Teil der Masterarbeit gewesen, dabei ging es besonders darum, Schnitte zu gestalten, die schon in der Produktion keinen Abfall produzieren und auf der anderen Seite mit der Druckgestaltung eben diese Schnitte als Leinwand zu nutzen und eine interessante Gestaltung, die auch ein Stück weit den Körper formt, zu gestalten. Die gesamte Gestaltung der Kollektion erfolgte digital, das heißt, es gibt keine physischen Muster
oder Prototypen. Die Idee dahinter war es, die Möglichkeiten der Industrie 4.0 zu verwenden, das heißt auch durch die Reduzierung von Prototypen eventuell Abfall zu reduzieren und vor allem aber auch die Möglichkeiten der Gestaltung, der digitalen Gestaltung zu erforschen. Diese Vorgehensweise hatte für mich einen sehr großen Vorteil in der Corona-Pandemie, denn meine gesamte Arbeit konnte digital erstellt werden. Das heißt, auch die Kommunikation mit den Dozenten war digital möglich und das Arbeiten von zu Hause wurde mir dadurch deutlich erleichtert. Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch im Bereich der digitalen Gestaltung arbeiten werde, denn für mich persönlich ist es einfach ein sehr spannender Bereich. Aber auch das Zukunftspotenzial finde ich sehr ansprechend in diesem Bereich. Vor allem jetzt auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie sinnvoll und nützlich digitale Gestaltung in manchen Bereichen einfach ist. Der Designingenieur ist in Deutschland einzigartig. Du kannst in Deutschland Modedesign studieren und Produktdesign. Aber diese Kombination aus Technik und Kreativität, die bekommen wir wirklich nur hier.